Das ist geil. Das ist durchgelesen. Die 5. Wenn jemand Narcotics bringt, dann bekommt er eine todesähnliche Strafe, indem er einfach alles fressen muss, was er mitgebracht hat, was er besitzt. Das finde ich sehr fair. Ja. An sich schon. 2 und 2. Beide 2. Was bist du für einer? Gar keiner. Der hat keinen. Ob das irgendwie so Kastensystem ist, je mehr Perlen, desto besser oder so ja, höher angesehen. Oh. Stimmt. Echt? Wow. Hab ich nicht gesehen. Oh ja, komm her. Pack up, sweetie, you're my first action in years. Jetzt gibt's aber hier Erotik. Knisternde Erotik. Und toll, du hast es weggeklickt. Echt? Ja. Egal. Ja, okay. 8 ist ein Ja. Oh, Level. Ja, 8 ist ein Ja. Ja. Gut, sehr gut. Es wird doch. Ja, da ist noch einer mit 3, oder? Jo. Oh, die sind beide mit 3. Buddy 12. Also es. Hä? Toll. Haben wir den Robo dabei? Nee. Ah. Kannst du die zulabern? Doch. Ah, hä? Ich habe gedacht, ich hack den einfach mal. Ja. Ich glaube, ich habe das Spiel zerstört. Ah. Ah, nee, es geht. Er hat sich geil. Gerade noch gedreht. Das war aus Reflex und es funktioniert. Das finde ich jetzt mal cool. Ja, es ist tatsächlich Comp-Talk. Oh, auf Anhieb. Yes. Das heißt, jetzt können wir den... Vis-à-vis. No. Also. So, das war jetzt die 1. Ja. So, jetzt gehen wir mal in Republic Inn, oder? Leute suchen. Ja. Müssen wir? Keine Ahnung, ja, wir brauchen ja die mit den 3 Perlen. Ja, guck mal, auf dem Bild war sogar eine mit 3. Genau. 2. 2. Der da sitzt, hat 3. Ja. Wer baut denn sowas? Der hat doch 3. Oder sind es 2? 2. Das sind 2. Also egal. Und der will auch gar nicht reden. Und besser ist es. Besser ich rede eh nur mit 3 perligeren Menschen. Ah, take Merle. Choid, for instance, he's in Decision. Aha, siehst du? Against us, you know. Okay, wo? Ja, aber er hätte doch schon gesagt, wenn der führende Typ gegen das ist, dann ist er dagegen. Oder nicht? Boah, nee, zahl nix. Doch. Oder sollen wir suchen? Nee, ja, ich will die. A lot of money. 100 loonies. Ja, now you're talking money. 201. Mhm. Sehr gut. Also, suchen wir mal die Leute. Da ist einer. Wenn ich mal ein Spiel mache, dann stelle ich einen, der wichtig ist, direkt hinter den, der sagt, er gibt dir Geld dafür, dass er dir sagt, wo er ist, und dann sagt er, er steht hinter mir. Okay, jetzt wissen wir, wo die alle sind. Ja, hast du es dir gemerkt? Da war noch eine mit 3. Nee. Der da sitzt? 2, Philipp. Guckst du? Es sah aus, als ob da unten noch eine kleinere wäre, aber... Ah, jetzt müssen wir doch da wieder ganz hoch. Ja, jetzt müssen wir tatsächlich, also ein zweiter Stock erstmal. Ja, jetzt wissen wir wenigstens, dass wir... Hier was zu suchen haben. Genau. War vorher? Also war auf dem zweiten überhaupt irgendwas? Ja, ich glaube 201. Wahrscheinlich ist es wieder nur, dass wir nur die Türen öffnen können, ja, die genau auch wichtig sind. Und in den anderen, wenn da noch was aufgeht, dann sind nur Heel Greases drin. Scheiß Heel Greases. Fettige Fettes. Ups. Didgeridoo.
Wupp, wupp. Willkommen beim nächsten Dubstep-Let's Play. Heute mit Dub und Step. Oh, da liegt was. Und wobbly wop wop. Alter, kannst du noch undeutlicher schreiben. After three. Ja, ja, das irgendwas. Hat irgendwie gezählt. Sehr schön. Also wie viel haben wir jetzt noch? Drei offen. Position 4. Ja, guck doch mal, ob im Bart noch was ist. Im Bart? Im Bart. Eine Toilette. Bartholomäus. Was ist das für ein... Oh. Aha. Wieder so ein Komplettding. Yay, yay, yay. Dass die aber auch nie zu Hause sind. Ja. So. Sollen wir recht haben. Jetzt weg hier. Der Stock ist fertig. Super klasse. Wo müssen wir als nächstes hin? 401. Und 3-0 noch was, weil da war diese Schauspielerin, genau, die also so irgendwie gut aussehen soll. 3. Und das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. 3. Flur 3. Oh, da liegt jemand. Oh, tatsächlich. Das ist wahrscheinlich die tolle Schauspielerin. Oder? Oh. Ah, jetzt wissen wir, warum der Fahrstuhl kaputt ist. Au. Robert Chambert. He could pull his legs. That might sever his head. Au. Oh. Hat sich da aber nicht bei irgendwem gerade der Cursor gedreht? Ah, ne, okay, das war ja, aber nicht im Sinne von gut. Interesting. So. Interesting. 3024. Ah, hallo. Yeah. Okay. Steal like all autos, du. Go on. Ja, alles klar. Da liegt was in der Ecke. Cool. Eine Kugel. Double Up Bracer. Oh, das hört sich cool an. Aber das war ja auch nichts, was in dem Dings stand, ne? Im... Richtig. Deswegen zählt's auch nicht. Warte mal. Gucken, was es macht. Doubles Weapon Bonus for Beat Attacks. Ah. Hat der Beat Attacks? Nee, das ist der Opa hier. Hat Beat Attacks, oder? Der Opa. So. Oder unser kleiner Roboter, aber ich weiß nicht, ob der das anziehen kann. Im Zweifel nein. Also ich weiß, dass der Opa mit seinem Stab immer auf die Köpfe haut. Das weiß ich auch. Dann ist es wohl eine Beat-Attacke. Gut. Eine Beat-Attacke. 402. The Beat-Attack. Ich renne direkt rein. Klingt so ein bisschen wie Art-Attack. Ha, ich greife dich mit Kunst an. Du verlierst. Oh, ja. Buch. Some dumb book. Kannst du das analysieren? Das wollte ich auch gerade. Ja. Could learn a lot. Ja, kannst du. Ja, und? Es hat sich doch auch gedreht sogar, oder? Aber wieso macht sie es nicht? Na, ja, vielleicht kennt sie das schon. Sie hat gesagt, sie kennt das schon. Aus dem hat sie das gelernt. Mit den. Ja. Aber generell, wenn wir Bücher haben, dann ist sie die richtige Frau dafür. Yep. Aha. Ein Tita-Taco. So, und was geht hier? Zeitung. Jetzt. Hä, was? You must select the converters below in the correct order to convert the shape and color. Zur Hölle? Hä? Natürlich dann. Hä? Was? Also wir verstehen das schon noch. Also da ist was Grünes. Das müssen wir am Ende draus haben. Das muss ja, also orange werden. Du kannst jetzt hier nur grün drücken, weil links grün ist. Wenn man das zu dem, dann machen wir das zu dem, dann machen wir das wieder zu dem, dann ändern wir die Farbe. So. Von grün nach orange, orange nach rot und das. Ha! Ich hab's verstanden. Ich nicht. Ich habe es analysiert. Hübsche Hand. Also ich hab's überhaupt nicht verstanden. Du musst es. Die Hand ist echt. Du musst das Endsymbol, das ganz hinten. Ja, aber das war ja nur eine Farbe und kein Symbol, oder? Doch, du konntest die Symbole ändern. In ich raff's vielleicht beim nächsten oder übernächsten oder übernächsten Mal dann. Okay. Okay, ja, wo treffen wir uns jetzt? Das habe ich auch nicht verstanden. Mal gucken. Ding, ding, ding.
Find Desk and the man who knows the kids. Was? Talking Desk and Snow to a high advantage. Chest. Okay. Ah, das war so diesen ein. So ein. Bilderdingern, Kacke. Ja, genau. Muss also irgendwo passen. Ist hier noch irgendjemand? Also ein High Vantage Point könnte ja auf dem Dach. Geh doch hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Auf dem Dach des Hotels. Aber da gibt's kein Dach. Da waren noch Räume rechts und links hinten. Ja, also aber vorne, meine ich. Ich glaube, meinst du, da geht was? Oh nee. Ja, stimmt, 4-0 noch was war der letzte, der im ja. Journal stand. Tippel, tippel, tippel. Waren das diese Viecher oder ist das der Roboter? Das ist der hier wohl. Sag mal, schwebt da die Wand? Oh. Ah ne, das ist da nur mit dem Schatten dahinter, sah es aus, als ob die Wand nicht bis zum Boden ginge. So. Da schwebt die Wand. Wo ist denn da jetzt ein High Vantage Point? Und hier wie können Beispiel. Wir das jemals wieder aufrufen? Keine Ahnung. Ah, hier. Ah. Okay. Also an irgendeinem von den Terminals. Yep. Ja, passt aber eigentlich, oder? Passt ziemlich gut. Also treffen also da unten, an oder? Dem Riesentor, oder was das sein soll. Da drüben, da unten, oder? In die Richtung. Ja. Also ja. Diese Wand da war groß markiert. In meinem Verständnis. Aha. Ah. Ja, Ja, lass ihn labern. Ja, verarsch ihn mal. Ja. Gut, noch 2 und 6. Da waren wir auch schon drin, oder? Ich glaube schon, wir haben diese ganzen Gänge schon gehabt. Okay. Guck nochmal, wissen wir was, wo die anderen beiden sein könnten schon? Nee. Okay. Wir haben aber auch noch nicht alles durchsucht, oder? Aus welcher Richtung kommen wir denn? Bin so langsam auch etwas orientierungslos. Ah, da war das Saft, da müssen wir in die Richtung. Der Typ, der da hinten stand, im Anzug, den hatten wir noch nicht angequatscht, oder? Den da? Ja. Enttäuschender Dialog. Ja. Den Robo haben wir angequatscht. Mhm. Wer mir noch eine echt unbefriedigende Antwort gegeben hat, war der Typ, der auf dieser Kiste steht. Ja. Aber es kann sein, dass der erst seinen Standpunkt preisgibt, wenn wir den letzten vor ihm quasi. Vielleicht müssen wir haben. Auch tatsächlich noch wechseln und den Opa holen. Ach so, dass wir ihn zulabern? Ja. Ich will einfach nur wählen. Ich auch. Kann es nicht so leicht sein wie bei uns? Oh, was ist denn das für ein geheimes Meeting hier? Aber die haben alle überhaupt keinen. Was? Ach, das ist die Tuse. Das ist ja, die Tuse. Dem seine Antwort hatten wir schon. Ja, genau. Der ihre. Ach ja, mhm. Jetzt weiß da ich. Da waren die Säfte. Da müssen wir doch in die Richtung. Oh Gott, ich bin so verwirrt. Waren da die Säfte? Sicher? Ja. Creeps? Creepity creep. Cribbly crubbly crop. Flibbity flubbity flub. Das republikanische Inn. Da waren wir doch eben. Ja? Ja. Oh, das ist das Ende. Ja, dann wieder zurücklaufen. Na. Okay, was ist denn Nummer 6? Was fehlt denn? 2 und 6. People die meet you is a felony. Vielleicht sollten wir einfach einen umbringen und dann. Nee, das mit dem Medius war der Typ, der auf der Kiste steht, der da aber ja irgendwie keine konkrete Antwort geben konnte. Ja, was ist denn. Weil er ein Arsch ist. Der hat 3. Ah, das ist wieder die. Ja. Oh. Du musst die da rumlaufen. Ohne Kack. Dass die nicht einfach alle irgendwo stehen können. Ja, das war das mit den Säften.
Achso, ja, wissen, aber hä? Ich will nur mal wissen, was dann passiert. Ja, sie wird nicht passen. Oh, sie findet keinen Anhaltspunkt. Oh. Die zwei Typen, die da unten stehen, haben wir schon. Ja. Jetzt quatsch noch mal mit dem. Jetzt lass doch mal den zweiten kurz stehen. Okay. Nee, weg. Ja. Who believes in death with dignity for every beauty. Aha, toll. Was soll das bedeuten? Ich bin, er hat gesagt nein, glaube ich. Ja, aber ja, es wird nicht eingetragen. Ah, okay, die Entscheidung macht ihn nicht glücklich. Das heißt, er ist dagegen. Das ja, heißt, aber ich meine, wir müssen ja so weit kommen, dass es sich automatisch auf den Zettel einträgt, weil wir können da ja selber nichts ankreuzen. Wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Kannst du ihn analysieren? Haben wir das schon versucht? Weil der ist ja so ein bisschen undurchschaubar. Ja, hast du losgelassen oder kam das jetzt automatisch? Ja, ich habe okay, nicht losgelassen, das bringt nichts. Analysiere die Kiste, auf der er steht. Es ist deine Kiste. Die Analyse beendet. Ist da hinten irgendwas? Da waren wir, glaube ich, schon. Da ist nichts. Da ist nichts. Nee, da waren wir auch schon. Sehr, we have already been. Die machen es aber auch immer so, dass man einmal durch den kompletten Planeten läuft, erst dann seine Aufgabe kriegt und dann nochmal überall hinrennen muss. Der hat zwei. Mhm. Waren wir eigentlich jemals wieder bis dahin zurück, wo wir... Oh, ich werde angerufen. Philipp, mach mal weiter. Ja. Achtung, dass du hier nichts runterreißt. Du hast ein Kabel am Schuh. Wo hast du denn die Maus hin? Erstmal umräumen. Was ich gerade sagen wollte, dass wir mal kurz dahin zurückgehen, wo wir mit unserem Schiff angekommen sind, weil bis dahin sind wir, glaube ich, bisher nicht wiedergegangen. Und da gibt es ja auch noch tolle Leute. Der hat einen ganz anderen Kopf. Oder zählt es hier nicht da zum Voting-Bereich? Oh, zu lange Gänge. Viel zu lange Gänge. Und überhaupt keine Leute. Habt ihr überhaupt? Die haben gar keine. Kann man mit dem Roboter, mit dem da reden? Nein. Aber ich hole jetzt mal den Opa. Und versuche den anderen Typ zuzulabern. Come on, let's get off this rock. Jawohl. Zurück bleibt Pal. Sind hier noch Leute? Nein. Pal steckt in der Tür. Pal steckt in der Tür. Ich versuche jetzt noch kurz mit Grumpus diesen Typ da zuzulabern. Ja, der war ewig weit weg. Links, rechts, geradeaus. Der Kopf des Navigators. Er mag dich. Ja, genau. Der ganze Planet heißt irgendwie Votone oder sowas. Nee, Demokratus. Ja, aber irgendwie stand im Ladebildschirm was anderes. Da ist er ja.
Ach, guck mal an. Es geht? Es scheint zu gehen. Alter, ich hab's doch voll. So. I hate to interrupt, bla 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 bla. Young easy go, bla bla bla. 2 weeks, bla bla, eaten, bla 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 bla. Shock! Also er wählt die Nummer 6. So. Was hältst du denn davon? Was hältst du denn davon, wenn wir uns die Suche nach der letzten Antwort für ein andermal aufheben? Ich bin dafür. Alles klar. Dann speichere ich hier mal. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Und bye. Tschüss. Tschüss. Bye. Und Brezel.